Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute schauen wir uns mal den neuen Windenbach an. Und das kombinieren wir auch direkt mit einem neuen Account. Ganz frisch angefangen, der Account, schwerpunktsmäßig aufs Grundangeln ausgelegt. Und wie man am flottesten und am schnellsten und am erfolgreichsten auf Grund hier geht in Russian Fishing 4, damit starten wir jetzt, das zeige ich jetzt. Also, legen wir los. Es gab mit dem letzten Patch nicht nur ein neues Gewässer, es gab auch ein paar Veränderungen hier am wunderschönen Windenbach. Eins meiner liebsten Gewässer. Und jetzt wird es schwierig für mich, denn ich muss jetzt auch tatsächlich mir ein paar neue Stellen suchen, beziehungsweise die alten Stellen erstmal testen. Gehen wir mal eben direkt zur Verwaltung, holen uns für sagenhafte 5 Silber. So, erstmal die Map. Und da haben wir jetzt die Map. Also, wenn man sich das anschaut, im Großen und Ganzen ist das Gewässer an, ich sag mal, an einigen Stellen einfach voller geworden. Ne, es gibt hier Bereiche, die gefühlt irgendwie mehr überschwemmt sind, wo man sonst viel näher irgendwie oder weiter auf dem Sand rumlief und so Sachen. Das scheint jetzt an vielen Bereichen einfach voller zu sein. Auch hier war viel mehr Strand. Hier die Bereiche vielleicht. Hinten im hinteren Bereich habe ich das Gefühl, ist es eigentlich ähnlich geblieben. Hier oben, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da war ich noch gar nicht. Und ja, wie sieht es hier sonst aus? Es hat sich natürlich auch von der gesamten Optik ein bisschen was getan. Das Café sieht ein bisschen moderner aus. Hier der Fischmarkt sieht ein bisschen anders aus. Barsche habe ich auch schon schön gefangen. Denn ich habe jetzt hier gerade eben erst das Spinning-Tutorial zu Ende gemacht. Das heißt, man startet ja am Waldsee. Ganz am Anfang, ne? Hier geht es los mit dem Waldsee. Dann geht man zum Moskitosee. Und ich wandere nach dem Moskitosee, nachdem ich da den ersten Fisch verkauft habe. Übrigens, endlich mal eine Karausche als erster Fisch und nicht eine olle, schäbige Schläfergrundel. Direkt weiter bin ich danach zum Windenbach. Und am Windenbach geht es dann mit dem Spinning-Tutorial weiter, wie man die Spinning-Route verwendet, mit der Einholgeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Bis mir dann nach 5-6 Würfen auf Barsch auch natürlich der Hecht erstmal schön meinen Köder abgebissen hat. Da habe ich gesagt, alles klar, das ist ein Zeichen, du sollst hier mit dem Account kein Spinning machen, du sollst hier schön auf Grund gehen. Also, nichtsdestotrotz, die Barsche hier, die hebe ich mir alle schön auf, vielleicht gehen ja noch ein paar mehr dran. Und auch wie schon in den ganzen anderen Tutorials und Anfängerguides gesagt, immer schön im Café verkaufen, kein Geld ausgeben, sparen, 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 sparen. Immer nur hinten an der Pommesbude gratis Essen holen. Man muss, oh, ich habe gerade erst, man muss sich hier keine Sorgen machen, wenn der Essensbalken auf 0 ist, dann ist er halt auf 0. Der kann auch mal 3 Tage auf 0 sein. Gerade in den ersten Leveln ist das shitty goal. Erstmal Gas geben, Silber machen und wir wollen halt zusehen, dass wir jetzt hier so schnell es geht ein gutes und nützliches Grundset zusammenkriegen. Das ist die erste Aufgabe, von daher ran ans Wasser. So, und ich bin gar nicht weit gelaufen, es geht sofort los hier vorne. Und wir haben ja anfangs nicht so viel zur Verfügung. Das heißt, wir starten mit diesen beiden Routen. Hier die dritte, die habe ich mir am Waldsee an diesem Häuschen geholt. Da kann man sich ein Ersatzrouten-Set holen. Da kriegt man auch noch einen Ersatzhaken zu. Alles relativ schlechte Qualität. Aber man kriegt auch noch ein paar Regenwürmer extra dazu. Und das ist halt schon ganz praktisch. Die wollen wir haben. Dann war es im Tutorial ja so, dass man sich auch die Maden kaufen sollte. Das haben wir natürlich auch schon gemacht. Und jetzt, bevor wir halt richtig anfangen mit dem Angeln, drücken wir erstmal die Taste U. Ha! Und das hier sind jetzt die Tastenbelegungen. Und dann legen wir uns schön auf die Taste 1 unsere Route. Wir können das natürlich auch, wenn wir Bock haben, auf die 5 legen oder wieder wegmachen und so weiter. Spinning mache ich ja jetzt erstmal nicht. Bleibt also weg.
Und wenn man jetzt zum Beispiel am Moskitosee lieber ist, weil das ein stehendes Gewässer ist, dann kann man natürlich auch am besten die zwei Routen reinlegen. Und wenn man dann die Taste 2 zum Beispiel drückt, das ist jetzt hier diese Ersatz-Bambus-Route, dann kann man die schön zusammentüdeln, zusammenbauen. Hier kann man später noch, wenn man das freigespielt hat, die verschiedenen Montagearten auswählen. Das wollen wir anfangs noch nicht. Hier sieht man dann, wie ist der Verschleiß auf dem Set. Beziehungsweise hier hat man dann die ganzen wichtigen Informationen zu der Route, die man hier hat. Und die wichtigsten Informationen sind hier einmal das Wurfgewicht. Und ja, sagen wir vielleicht die Länge noch. Aber auch ganz wichtig dann natürlich auch die Tragfähigkeit. Also diese drei Komponenten sind mit die wichtigsten Informationen für jede Route. Das heißt, man baut hier eine Route halt immer so zusammen, dass die Tragfähigkeit oder dass es irgendwo an einer Stelle des gesamten Setups hier irgendwo eine Schwachstelle sozusagen ist, im Idealfall den Vorfach oder die Schnur, damit uns die Route nicht bricht und damit uns auch bei einer Grundroute später auch die Rolle nicht kaputt geht und so weiter. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir hier unter dieser Tragfähigkeit sind. Dann sind wir sicher. 2,2 Kilo. Das ist natürlich jetzt vorgegeben, weil wir haben nichts anderes bekommen. Dann kommt da ein oller kleiner Federkiel dran. Vorfächer können wir noch nicht verwenden. Kommt später aber. Und wir nehmen jetzt hier dafür tatsächlich auch mal den ollen rostigen Haken. 16er Haken. Klatschen da eine kleine Made dran. So. Und mit Plus und Minus kann man ja die Tiefe einstellen. Wir gehen mal auf 17, ganz flach. Und da unten sehen wir es auch schon. Da bommelt die Made am Haken und freut sich, dass sie jetzt gleich baden darf. Geil, denkt sie sich. Und dann wirft man das so ein bisschen aus und lässt das hier treiben. Und wenn man dann genau ins Wasser reinschaut, sieht man tatsächlich auch, wenn dann die Fische da angeschossen kommen. Das ist halt das Schöne hier am Windenbach. Na. Man hat auch hier unten, hier steht es, dieses Treibangeln. Das ist immer gut. Das ist immer so ein, das triggert quasi extra. Dann hat man da eine Führungsmethode sozusagen oder eine Angelmethode. So, und dann gucken wir einfach, was wir jetzt hier rausziehen. Ich switch aber jetzt gleich nochmal auf die andere Route, weil das eine stärkere Route ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier auf einem 2,2 Kilo Schnur beißt vielleicht gleich in den 800 Gramm Barsch oder sowas Dickes. Oder ein dickes, fettes Rotauge. Das könnte schon ganz brenzlig werden hier. Noch geht hier gar nichts. Ich werfe noch mal ein bisschen weiter aus. Und dann schön immer treiben lassen. Das ist halt das Schöne hier am Windenbach. Man ist relativ aktiv damit. Auch wenn es eigentlich irgendwie ein bisschen langweilig ist mit den Stippen hier und das auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Ihr habt mit Sicherheit, wenn ihr ganz frisch seid im Game, habt ihr mit Sicherheit Schwierigkeiten gehabt, auch bei dem ersten Fisch. Direkt im Tutorial soll man ja mit der Stippe einen rausziehen, die Karausche, die man da gefangen hat. Und das zuppelt halt relativ lang, ne? Also man hat da relativ lange Zuppler. Zack, und jetzt geht einer. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, schön. Hasel, sehr, sehr gut. War nach rechts gezogen und linke Maustaste. Also gar nicht nur linke Maustaste, sondern so eine mit einer leichten Bewegung. Das geht jetzt, wie gesagt, hier auch mit diesem Ersatzrouten-Set. Einfach die Schnur so ein bisschen auf Spannung halten. Also, ne, so ein bisschen, dass die nicht komplett im Wasser. Hoppala, der war jetzt zu spät. Dass die Schnur so ein bisschen locker ist, aber nicht zu locker. Nicht zu viel Schnur frei im Spiel geben, sondern dass da auch schnell der Anschlag folgen kann. Immer so ein bisschen mitziehen. Und dann Gas geben, rausziehen. Warum jetzt gerade hier an der Stelle? Weil es hier ein ganz guter Spot ist für die Hasel. Hasel, einer der wichtigsten Fische für den Anfang. Was jetzt mit dem letzten Patch noch dazu kam, das muss ich gleich auch erstmal checken. Das war die Info, dass jetzt auch die Laube mehr XP bringt. So, jetzt sind wir einmal durch.
Werfen wir wieder in die Richtung. Das heißt, die Hasel bringt gut XP, aber auch Silber. Und die Laube, die beiden Fische, die lohnen sich halt eben auch für den Anfang. Und ich hatte hier schon gerade 2, 3 gefangen. Bin jetzt hier mittlerweile auch schon Level 3. Direkt nach dem Tutorial. Ratzfatz. So, siehst du, da ist doch noch einer reingegangen. Zack, und tatsächlich auch eine Laube. 84 EP. Gucken wir hier auch nochmal eben rein. Hier gibt es ja so kleine Informationen zu den verschiedenen Methoden, dass man da so ein bisschen Achievements freispielt. Und hier gibt es dann immer so die Infos, was man machen muss. Fangen Sie 5 verschiedene Fischarten hier auf der Stippe und dann geht es halt so weiter mit den verschiedenen ja, Tutorials, Herausforderungen sozusagen für diese Qualifikationsaufträge. Ne? Ja, wir haben geskillt Posenfischen, wir haben XP bekommen, also nehmen wir mit. Ganz wichtig, ich werde jetzt hier wie gesagt gleich, nehmen wir mal jetzt die Route 1, die ist genauso zusammengestellt. Wir haben hier einen 3,1er Schnur auf 4,8er. Es gibt eine Schnur, die noch ein bisschen stärker ist, die könnte man auch noch nehmen. Aber das ist halt jetzt hier am Anfang so zusammengestellt und vorgegeben. 16er Haken, wir wollen kleine Fische, deshalb auch einen kleinen 16er Haken. Was neu ist, sind diese roten Haken, die hatte man früher nicht dabei. Auch hier die Spinner und so, die waren früher nicht dabei. Aber das nutzen wir halt jetzt aus. Auch hier 17 cm. Ich werfe mal so halb nur aus. Dann sind wir ungefähr in dem Bereich. Man sieht, die Schnur oder die Rute hier ist ein bisschen länger. Dementsprechend mehr Schnur ist hier im Wasser. Und man muss auch so ein bisschen mehr quasi vorführen, vorziehen. Und zack, da ging einer rein. Nach rechts gedreht und linke Maustaste. Eine kleine Laube wieder. Sehr schön. So wollen wir das. Einfach schön auf Made hier. Und in dem Moment, wo die Pose auch wirklich erst runter geht, nicht beim Zuppeln, erst wenn sie wirklich runter geht, jetzt ist Gezuppel, 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 abwarten, ruhig bleiben, ganz entspannt und dann zack, kleiner, schwenkt nach rechts, linke Maustaste, zack, richtig schön. Sehr, sehr nice. Gutes Beispiel, schöner Beispielfisch für viel XP, 483 XP. Plus, da gucken wir jetzt gleich direkt rein, der Fisch ist, da haben wir's, 116 Gramm schwer, hat einen Haken, das heißt, es ist ein maßiger Fisch. Der Fisch, der maßig ist, bringt einfach mehr Geld und wir sehen es hier, 6 Silber für diesen kleinen Fisch, für einen 100 Gramm Fisch 6 Silber, ist insane, ist richtig, richtig gut, damit kann man gut Kohle machen. Und auch hier natürlich immer noch drauf aufpassen. Wir wollen hier natürlich auch noch Lauben fangen. Und hier sind auch die Unmaßigen richtig interessant. 5 Unmaßige, wenn wir in den nächsten 50 Ingame-Stunden 5 Unmaßige Lauben ab 34 Gramm fangen, können wir ihm schön hier am Fischmarkt die verkaufen für 18 Silber. Bringt richtig Fettkohle. Im Fischmarkt hier um die Ecke. Da bringt das ungefähr, da bringt das gar nichts. Da werden wir nicht mal einen Silber für kriegen, für alle 5. Aber hier lübt das dann richtig gut. So, jetzt erstmal ein bisschen Gas geben. Ich ziehe jetzt hier mal eine Runde raus. Erstmal schön am besten alle Maden einmal durchverangeln. Das waren, glaube ich, jetzt um die 30 Stück, die man im Tutorial gekauft hat. Also, anfangs Gas geben. Schön Lauben rausziehen, Haseln rausziehen. Hier kommt die nächste. Zack. Und wenn wir die dann alle draußen haben, dann gehen wir jetzt gleich erstmal shoppen. Und es werden hier fleißig die Lauben und die Haseln rausgezogen. Ich sehe es ja auch im Ingame-Chat. Wahnsinnig viel Action hier. Einer nach dem anderen. Hier stehen sie alle. Ich hatte mittlerweile meine Anschlagmethode ein bisschen nochmal geändert. Erstmal ziehe ich jetzt die Schnur dahinter eher. Also ich lasse die Pose quasi vorlaufen, anstatt dass ich die Schnur vorwegziehe. Hatte ich jetzt ein bisschen besseres Gefühl. Und zu der Bewegung jetzt dann nach hinten, von der Pose weg sozusagen, drücke ich halt linke und rechte Maustaste so direkt nacheinander. direkt nacheinander, natürlich.
und hatte damit deutlich bessere Ergebnisse, denn ich hatte tatsächlich auch ganz viele, die nicht gehakt haben und nicht gehakt und wieder nicht. Also, man kann das natürlich in so Videos immer schön zusammenschneiden, wie toll man hier eine Laube nach der anderen rauszieht und so weiter. Aber auch ich habe hier immer mal wieder welche dabei oder auch Haseln, wo es dann einfach nicht hakt. Ist natürlich ärgerlich, ne? Ist natürlich ärgerlich, aber nicht, nicht entmutigen lassen. Gerade hier knapp an der Trophäe auch noch vorbeigeschlittert. Und innerhalb von wenigen Fischen, muss ich ja jetzt wirklich auch sagen, also die XP sind wirklich da. Innerhalb von wenigen Fischen bin ich jetzt hier schon Level 7 geworden. Also man ist wirklich ratzfatz unterwegs, auch vom Leveln, wenn man Bock hat, ordentlich XP zu machen. Auch das ist hier möglich. Also wirklich vernünftig von den XP her schmeckt die Handvoll an Fischis. Und Level 7 finde ich sehr okay. Finde ich sehr gut. Ich glaube, das alleine mit dem Spinning, wenn man jetzt nur auf Barsch gehen würde, würde man das, glaube ich, so nicht hinbekommen. Jetzt muss ich natürlich immer gucken, dass ich das so ein bisschen im Blick behalte hier. Also es ist schon eine Sache von ein bisschen auch von Konzentration, dass man da den Anschlag richtig sitzt, setzt im richtigen Moment und so weiter. Von daher konzentriere ich mich mal wieder hier auf die Fischis. Und wenn es jetzt gleich dunkel wird, ändern wir den Köder und dann suchen wir uns ein paar andere Fische. So langsam würde ich sagen, packen wir mal hier zusammen. Wir haben jetzt auch schon bald 23 Uhr, es ist schon ordentlich dunkel. Fängt an zu regnen hier und die Frequenz lässt auch tatsächlich gerade ein bisschen nach. Wobei immer noch ein paar Haseln gefangen werden hier im Chat, aber bei mir ist gerade ein bisschen Flaute angesagt. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal den Regenwurm und testen auch nochmal eine etwas andere Stelle. Beziehungsweise wir gucken auch gleich nochmal eben rein, was wir denn jetzt hier in... Was haben wir hier? Oh, knappe 40 Minuten. Kann das? Nicht mal, das war ja noch Tutorial. Also, 24 Minuten. Keine halbe Stunde, was wir da jetzt so an Kohle gemacht haben. Hab ich denn den Kaffeeauftrag erledigen können? Ja, das sieht auch gut aus. Ganz wichtig hier hinter mir nach Gewicht sortieren. Und dann nehmen wir natürlich die ganzen, die so klein sind und am besten unmaßig sind. 5 Stück. Dann kann man das hier markieren mit Shift von da bis da. Alle 5 verkaufen wir für 18 Silber. Richtig geil. Richtig geil. Gucken wir nochmal eben. Ich habe das in den anderen Tutorials auch schon mal gezeigt. Was würden die bringen? Laube nach Gewicht sortieren. Ah, da müssen wir die letzten hier nehmen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ab 35 Gramm waren die, glaube ich, nur. Also, die würden 1 Silber bringen, aber auch nur, weil die letzte hier fast 1 Silber bringt. Die anderen bringen alle 0,03. Also, so gut wie nichts. Und hier kriegen wir für die Fischis 18 Silber. Über 18 Silber. Von daher immer Kaffeeaufträge machen. Kaffeeaufträge, Kaffeeaufträge, Kaffeeaufträge. So, hatten wir Giebel? Nein, hatten wir hier nicht. Güster und so weiter auch nicht. Nasen auch nicht. Na dann, packen wir ein hier und gucken mal, was der Rest noch bringt. Genau, einfach mal eben nach Preisen gehen. Da sehen wir auch die schönen fetten Haseln. Eine Hase hier unten mit fast 250 Gramm, 13 Silber, ein Riesending. Knapp an der Trophy vorbei mit 250 Gramm. 8 Silber, 6 Silber und so weiter und so weiter. Also hier schon mal eben das gesamte Kapital in den 20 Minuten verdoppelt. Das heißt, wir sind jetzt hier schon bei Kratsching. Teuerster Fisch wurde verkauft. Bei über 100 Silber am ersten Tag sozusagen. Knappe halbe Stunde geangelt und ja, über 50 Silber gemacht, das ist top. Ja, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie das hier hinten aussieht und ich bin sehr gespannt, wie das da hinten aussieht.
Denn auch hier überall, das gesamte Gewässer, das ist voller geworden. Das Wasser steht hier vorne höher. Genau, die Insel, gerade auch auf der anderen Seite, da ist es deutlich breiter geworden, was da oben diesen Bereich betrifft. Hier ist ein Anleger dazugekommen, das war vorher auch nicht und so weiter und so weiter. Also ich habe mit Sicherheit in den nächsten Wochen hier wahnsinnig viel Spaß an dem neuen Gewässer. Ich freue mich darauf, da noch ein bisschen mehr zu erkunden. Das ist auch voller geworden, beziehungsweise hier waren so leicht überschwemmte Bereiche, die sind irgendwie weg. Und das ist jetzt hier gerade abgeschnitten von der Wasserkante. Na, kommt man hier noch durch? Ja, ne? Sieht aber soweit gut aus. Jo. Also, gucken wir mal eben. Hier sollen... Ah, das 2-Meter-Loch ist größer geworden. Das war sonst nur so ein kleiner Bereich. Das ist jetzt hier alles 2-Meter-Loch. Oh, das ist krass. Das ist krass. Da halten wir jetzt einfach mal vor Spaß. Nee, nehmen wir die größere. Dann nehmen wir jetzt einen Regenwurm. Ich nehme den 14er-Haken, den größeren, einen Regenwurm. Und das Ganze lassen wir mal absenken, sinken hier auf. Machen wir mal so 1,50. Und ich werfe einfach mal raus. Gucken wir mal, was da passiert. Hier ist ja das Schöne, hier ist keine Strömung. Das heißt, hier könnten wir dann auch noch die zweite auswerfen. Und auch hier lassen wir das so mit dem Regenwurm absinken. Meine Hoffnung jetzt hier ist Kaulbarsch. Machen wir sogar 1,80 bei dem. Kaulbarsch und Schläfergrunde. Das wäre jetzt so mein Ziel. So. Oder dann heißt es jetzt hier ein bisschen warten. Ich hoffe, hier geht was. Wie gesagt, alles blind für mich jetzt. Das Gewässer ist neu zusammengesetzt. Ich war jetzt gestern schon einmal an den altbekannten Stellen hier oben. Hab's hier ein bisschen probiert. Hab hier aber auch probiert in dem Bereich mit einem großen Account und habe hier auf Don Kaulbarsch probiert, habe hier auch welche gefangen, also den gibt es noch und jetzt teste ich erstmal die Nacht ein bisschen durch mit dem Regenwurm und wenn das hier nichts wird, dann gehe ich halt nochmal an ein bisschen andere Stellen. Erstmal probieren. Und da beißen sie doch schon. Ja, was haben wir denn bisher hier? Guck mal da, nochmal ein schöner Barsch hier sogar auf dem Regenwurm. Ich habe hier ein paar Güster gezogen. Bin ich jetzt ganz überrascht. Habe ich gar nicht mit gerechnet, aber auch natürlich ein schöner Fisch. Noch nicht so ganz maßig, die könnten ruhig ein bisschen größer werden. Aber ich meine, da waren tatsächlich auch ein paar Güster im Café drin als Auftrag. Von daher bleibe ich auch noch ein bisschen hier. Bei der Güster ist es ganz speziell. Die Güster macht eher einen Hebebiss. Das heißt, wenn ihr da seht, dass die Pose tendenziell eher nach oben gedrückt wird, dann ist es wahrscheinlich eine Güster. Und da muss man halt dann anschlagen, wenn die Pose halt nach oben geht. Ist ein bisschen eigenartig. Aber kriegt man hin. Irgendwann, zack, so. Irgendwann weiß man, wann die Güster dran ist. Zup. Und was haben wir da? Einen fetten Giebel. Schön. Schönes Ding. Auch nicht schlecht. Giebel und Co. könnte ich hier eigentlich auch gleich mal direkt testen. Da würde ich dann allerdings vom Regenwurm eher weg und dann den Brotteig nehmen. Anfangs natürlich einfach alles nutzen, ne? Alle Köder nutzen, die man so hat. Bisschen rumprobieren. Das Ganze ist ja auch, das soll ja entspannt sein. Wenn ich jetzt hier so, ich versuche halt ein bisschen Gas zu geben, ne? Aber theoretisch rumprobieren, einfach Spaß haben am Ausprobieren, die verschiedenen Stellen hier an den Gewässern testen und einfach alles rausziehen, was es so gibt. So, ja, hier haben wir es nochmal drin. Ein paar Güster waren dabei, ein paar Giebel, nochmal einen Barsch. Aber bei weitem leider nicht so ergiebig wie die Hasel und die Laube. Bei weitem nicht. Von daher, wir haben es jetzt schon bald wieder hell, die Sonne steht. Na, man sieht es auch oben an der Wetteranzeige. Es ist schon ganz normal wieder die Anzeige für Tag. 4 Uhr, ich würde sagen, ab wieder zum Lauben- und Haselspot. Da weiter kloppen. Das war ja
unnormal ergiebig in der kurzen Zeit. So viel XP, schon bald Level 8 und kohlemäßig auch mega gut. Also nochmal so ein Ding und man kann sich schon ein richtig gutes Angelset leisten. Mit der Kohle gibt es jetzt schon dieses Basis-Angelset, was man sich holen könnte. Aber ich meine, wenn man nicht ganz so fies ist vor dem Stippen hier, dann könnte man einfach noch ein bisschen länger sparen und dann hat man schon ein Routenset, was ordentlich die Brocken rauszieht. Auch später dann schon für die nächsten Gewässer richtig gut geeignet ist. Auch eine Möglichkeit. Guck mal, da geht noch einer rein. Den nehmen wir vielleicht noch mit. Ich hoffe, der hakt. Probieren wir es. Schön abwarten. Schön geduldig sein immer beim Stippen. Das ist halt das A und O. Wenn man schon so lange warten muss, dass da ein Fisch überhaupt ankommt, dann ist es halt ärgerlich, wenn man ihn in den letzten entscheidenden 5 Sekunden dann verjagt. Von daher abwarten. Jetzt geht er runter. Genau. Zack, linke Maustaste, rechte Maustaste. Leichte Bewegung zur Seite. Und eine kleine Karausche. Sehr schön. So, ich gehe nochmal zum Haselspot. Und da sind wir auch schon. Also, Attacke, die Montage, wieder ein wenig umbauen, wieder auf den kleineren Haken und dann auf die Made. Und wieder rein damit. Nicht so lang runterhängen lassen, die Schnur. Hase und Laube, man kann auch im Bereich, sagen wir, von 130 ganz gut gerade auf die Hasel gehen. Und da die noch wertiger ist, versuche ich jetzt eher auf die Hasel zu gehen als auf die Laube. Wobei eben gerne einfach beides beißen darf. Nehmen wir doch alles mit. Aber so zwischen 17 und 30 oder 17 und 40 Zentimeter in dem Bereich. Einfach ein bisschen rumspielen. Vielleicht habt ihr da eine Stelle, wo es bei 40 Zentimeter besser passt. Oder ihr sagt, nee, ich fange am besten bei 25 oder 11,30,5. Ausprobieren. Ausprobieren, wer fängt, hat recht. Von daher einfach machen. Guck mal, ich glaube, da ist eine dran, die zieht mit der Strömung jetzt mit. Ja. Der wird da schneller. Das ist aber schwierig jetzt zu haken. Da warte ich jetzt nochmal. Na, du Lümmel. Was machst du denn da jetzt? Ah, jetzt. Genau, zur Seite. Ach, guck mal da. Guck mal da. Eine Güster. Die hat auch immer so ein bisschen angehoben, ne? Gar nicht richtig runtergezogen. Schön. Auf Made auch noch eine kleine Güster. Da gucken wir gleich nochmal schnell ins Café, wie viel Güster da waren. Unmaßige Güster. Der Café-Auftrag, hoffentlich ist der noch drin. So, dann reicht das aber auch mal. So, gucken wir mal schnell ins Café wegen der Güster. Kaffeeauftrag Güster. 4 Stück ab 30 Gramm. Die sind mir hier alle zu feist noch. Ich fange noch welche, die keinen Haken haben. Das Ganze hat ja auch noch 50 Ingame-Stunden Zeit. Vielleicht fange ich noch welche. Oder halt in der nächsten Nacht. Aber das ist doch auch schon wieder ein schöner Auftrag. Für Fische, die sonst quasi gar keinen Wert haben. Guck mal, da geht's weiter. Fische, die sonst gar keinen Wert haben, die dann zu fangen. Schön, Hasel, sensationell. Die dann quasi in wirklich viel Silber umzuwandeln. So, weitermachen. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kaufen wir uns dann schon die nächste oder das passende erste Grundangelset. Und jetzt reicht's auch so langsam mit dem Stippen. Genug hier rausgezogen, Hasel, Lauben, was nicht alles. Ich bin kurz vor Level 9 mittlerweile und habe jetzt 171 Silber zusammengeangelt. Das heißt, mit Kaffeeaufträgen und den restlichen Verkauf der Hasel und Lauben. Und jetzt erstmal was essen, gehen wir eben shoppen. Und wenn man ins Geschäft reinkommt, ins Angelgeschäft, kann man da einfach ein bisschen runterscrollen. Die ganzen Angebote hier für Echtgeld, die übergehen wir einfach mal ganz entspannt. Und dann kommen wir hier in diesen Bereich der Angelrouten. Man kann auch da gezielt hingehen, Angelrouten und auf Sets. Und dann sind wir hier im Bereich
der Starter-Sets, die tatsächlich nicht so schlecht sind im Bereich der Grundrouten. Also da würde ich sagen, das kann man sich mal geben. Die Spinning-Sets und sowas, da bin ich eher, also schon eher skeptisch. Aber bei dem Feeder-Set Pro, da kann man sagen, für die recht schnell zusammengeangelten 150 Silber. Und ich muss sagen, ich hätte locker noch ein bisschen mehr haben können, hätte ich das mal mit dem Anschlagen der ollen Fische besser hingekriegt. Leckt mich fett. Massiven Respekt an alle, die mit der Stippe unterwegs sind, ausschließlich. Ich krieg da die Pimpanellen. Ich werde echt wild. So, was wir haben wollen, ist dieses Set, dieses Starter-Set. Wenn man das einzeln kauft, diese ganzen Komponenten hier, ist man da deutlich mehr Kohle los als das, was wir jetzt ausgeben. 149 Silber, schönes Ding. 6 Kilo Tragfähigkeit und 4 Kilo Bremse hier drauf, eine Schnur, alles, was man da braucht, alles dabei, eine Bimmel dabei. Also gekauft. Und damit haben wir jetzt das erste schöne Set. Die Schnur 4,8 Kilo, knapp an der 5 Kilo dran. Also ein knappes Kilo unter der Tragfähigkeit der Rute. Wir wollen ja nicht, dass die Rute bricht. Von daher passt das soweit. Was wir aber noch machen könnten, sind uns ein paar klassische Haken gönnen. Und da hatte ich ja auch in den anderen Anfänger-Tutorials schon immer wieder gesagt, lohnen sich immer wieder die 20er. Die 4er-Haken kann man sich auch nochmal gönnen. Das sind schön dicke Fette für Karauschen und für Giebel. Und das reicht erstmal, da sparen wir. Was ich noch gekauft habe, was sich auch immer wieder lohnt hier auf Naturköder, ist die Futterbox. Denn bevor man sich einzeln die Maden und hier die Kaster und weiß der Geier was alles holt, kann man sich ganz entspannt nochmal so eine Futterbox holen. Die kostet 11,90. Dafür reicht die Kohle auch gerade noch. Kratsching. Und dann hat man da jede Menge saftige Köder. Jetzt gehen wir mal eben kurz hier rein. Da haben wir die beiden Sets. Erstmal die Futterbox auspacken. So, jawohl. Wollen wir auspacken. Jetzt sieht man hier, die ganzen Köder sind da drin oder waren da drin. Und das Teil packen wir jetzt auch aus. Jawohl. Und dann haben wir hier schon komplett zusammengebaut sogar das Set. Also drücken wir wieder U. Ziehen uns die schön hier auf die 3. Und dann gucken wir uns das erstmal an. Ne? Da haben wir das wunderbare Gerät. So sieht das Teil aus. Jo. Ich glaube, damit können wir gleich ordentlich was rausziehen. Das hat ordentlich mehr Schmackes. Da können wir ordentlich dicke Brocken mitziehen. Wurfgewicht 20 Gramm bis 100 Gramm. Wir haben hier einen 30 Gramm Blei, also können wir damit auch schön rauswerfen. Dann machen wir da erstmal den dicken, fetten Viererhaken drauf, denn wir wollen die dicken Brocken haben. Und dann machen wir das Weißbrot da drauf. Hier habt ihr übrigens gesehen, auf dem Viererhaken, ne, da passen nur die Würmer und das Weißbrot. Die Infos stehen da immer für die Hakengröße. Von bis. Hier zum Beispiel nur bis zu einem 6er-Haken. Aber das ist auch eher für die kleineren Fische alles gedacht. Und ich sag mal, ein 12er-Haken wäre auch noch ein guter Haken, den man für viele Fische benötigt. Aber wir fangen erstmal an hier mit einem 4er-Haken und dann sehen wir uns am Angelspot. Und da kommen wir auch schon wieder an. Also, ich bin wieder zum 2-Meter-Loch gerannt. Gehe jetzt allerdings ein bisschen weiter rum hier. Denn ich stelle mich hier so hin, dass ich in diese Richtung nach oben werfe, dass wenn was viel zu dickes da reingeht, vielleicht ein dicker Karpfen oder sowas, dass der nach da hinten hinweg flieht und ich ihn schön hier so rüberziehen kann dann gleich. Und dann haut er nach da hinten hin ab, kann nicht da hinten raus und dann kann man ihn langsam müde machen und hier reindrillen.
Ich bin sehr gespannt. Werf jetzt hier das erste Mal. Wir können das ja hier sehen, genau. Auf das 2-Meter-Dingen. Machen wir mal so 45%. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann das nächste, da macht man hier linke Maustaste, macht man den Bügel zu. Zack, einmal ein bisschen drehen. Und dann stelle ich erstmal die Bremse runter mit dem Mausrad. Machen wir mal so auf eine 10. Und dann stellen wir das Ganze hier ab. So. Auf eine 0 kann man das standardmäßig abstellen. Ich habe das auf die Maustaste gelegt. Das Auf- und Abstellen der Route. So, und dann sieht man hier, mit Y kann man noch ein bisschen die Schnur spannen. Aber wir sehen ja hier schon, die Routenspitze ist ja schon gespannt. Das heißt, sobald da jetzt gleich ein Fisch rangeht, fängt es an zu bimmeln. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich hier auch wieder weiter angeln. Und ich mache auch hier jetzt mal... Hatte ich noch einen 4er? Nee, hatte ich gar nicht. Dann machen wir hier den 14er. Machen auch hier den Teig dran. Auf einen Meter eingestellt passt das auch. Und gib ihm raus damit. So, auch hier abstellen. Und dann haben wir jetzt theoretisch alle drei Routen, alle drei Slots, die man nutzen kann, in Action. Hier müssen wir gerade nochmal gucken. Da gehen wir ein bisschen flacher und da sieht man schon, es fängt an zu bimmeln. Aber das ist es jetzt eigentlich schon. Das heißt, jetzt geht es los, das Grundangeln. Genau, das ist wichtig. Die Spitze muss richtig rumgehen. Ich drücke jetzt die Taste R. R bestätigt mir, jawohl, da ist ein Fisch dran. Und man hört, die Bremse dreht durch. Das ist also gut. Es kann jetzt also, egal wie fett der Fisch ist, es kann nichts passieren. Jetzt stelle ich langsam die Bremse hoch. Jawohl. Und da kommt er auch schon an. Eine schöne Karausche hier. Ja. Wunderbar. Erster Fisch. Passt schon. Und raus damit. Und so geht das jetzt einfach weiter. Schnur wieder. Zack. Ein bisschen stramm ziehen. Zwischendurch hier der Blick auf die Posen. Guck mal, hier ist noch irgendwas dran. Ah, wieder mal nicht gehakt. Blödes Stippen. Aber jetzt lüptet irgendwann viel entspannter, weil wir ja jetzt hier die Grundrouten haben. Und das ist die einfachste Methode in Russian Fishing, halt Kohle zu machen, zu angeln. Einfach mit Grundblei und den Grundrouten. Wie gesagt, jetzt mit dem Karma Comfort Set. Wenn man dann irgendwann Level 12 ist, geht es ab zur alten Festung. Da gibt es immer wieder so Spots, wo man die Brasse gut fängt. Da verdient man auch richtig gut Silber mit den Brassen in der Nacht. Und ja, das ist aber jetzt schon mal, jetzt wie gesagt, der schöne, entspannte Einstieg ins Grundangeln. 150 Silber sind hier gut investiert. Und wenn ihr trotzdem noch Bock habt aufs Stippen, kann man eben auch hier in der Regel mit kleinen Ködern und kleinen Haken auch immer noch auf Laube gehen. Gucken wir mal, was hier jetzt gerade dran ist. Hier ist, habe ich ja Teig auch mit dran. Hier könnten jetzt auch Giebel oder Karauschen mit drauf gehen. Und ihr seht, die zuppeln deutlich länger. Und da bin ich doch froh, dass ich jetzt hier schon die erste Grundroute habe. Da ist mir das ganze Gezuppel egal. Wenn es anfängt zu bimmeln, dann merke ich das. Na? Und jetzt... Erst dann, wenn er richtig runtergegangen ist. Guck mal da, kleiner Giebel. Ja, und das ist aber auch geschuldet, ne? So ein winziger Giebel, den winzigen Haken geschuldet. 14er Haken ist halt ein wirklich kleiner Haken, dementsprechend klein der Fisch. Deswegen von mir sofort beim Shoppen direkt den 4er Haken gekauft. Und die 4er Haken sind einfach Kategorie groß. Dementsprechend groß sind dann hier auch... Sind dann hier auch die Karauschen und die Giebel, die hier reingehen. Ihr seht hier, zack, geht das schön rein. Jetzt erst greifen. Jawohl. Dann kann man noch mit Steuerung rechter Maustaste nochmal anschlagen. Jetzt drehe ich langsam hoch. Der Fisch zieht ab. Er zieht nach links ab jetzt. Ich ziehe nach rechts und der Fisch flieht vor mir sozusagen. Ich will ja nicht, dass er da oben hin abhaut, ne? Wenn er nach da oben hin rausrennt, wie soll ich ihn dann wieder kriegen? Man kann auch ein bisschen laufen, schön die Spannung halten, kurbeln dabei, Bremse langsam hochdrehen und dann kommt er an.
So, jetzt kann auch nichts passieren. Jawohl, schöner 800 Gramm Giebel. Und wir werfen weiter aus hier. Ein bisschen weiter nochmal hier. Zack, jawohl, Weitwurfrekord. Und wieder ranspannen. Ja, und ab jetzt würde ich sagen, lübt das Grundangeln. Schön die Kaffeeaufträge machen, Kohle zusammensparen auf die nächsten 150 Silber oder sagen wir mal 155, weil wir wollen ja wieder einen schönen dicken Vierer haken und dann Attacke Vollgas. Und so baut man sich dann, und ihr seht, es lübt schon wieder, man baut sich halt das Set weiter auf und mit diesem Set lange arbeiten und lange Kohle machen. Das Ziel soll sein, mit Level 20, mit Level 22, so rund 7.000, 8.000 Silber. Das müsst ihr euch einfach einbrennen. Nicht die Kohle ausgeben für Schnickschnack. Sparen bis Level 20, 22, weil da entscheidet, müsst ihr euch dann langsam entscheiden, geht ihr komplett in Richtung Spinning, geht ihr komplett in Richtung Karpfenangeln oder sowas. Und wenn ihr eh Bock habt auf Grundangeln, dann müsst ihr halt bis Level 22 am besten durchziehen. Dann gönnt man sich eine dicke, fette Rolle, die HSV vielleicht. Und damit kann man dann weiter angeln bis ins High Level sozusagen und sich dann erst die ganz dicken, fetten Rollen leisten. Aber das ist halt das Wichtigste im Game, dass man immer wieder das Silber spart. Und wenn man dann genug zusammengespart hat, zack, dann kann man sich auch eben die schönen dicken Brocken leisten, die dicken Ruten und Sets leisten, mit denen man dann wiederum auch Störe rausziehen kann und die ganz schweren Viecher hier. So, ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen geholfen. Wenn ja, dann den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren oder vielleicht einfach mal im Livestream vorbeikommen. In der Regel montags, mittwochs, freitags um 21 Uhr gibt es da Russian Fishing. Da gehen wir mit der gesamten Feierabend-Community ins Angeln. Ansonsten auch gerne mal im Discord vorbeischauen oder im Ingame-Chat einfach mal da nach Feierabend suchen und dann ja mit der Community sich einfach austauschen, Tipps und Tricks absahen und dann einfach noch besser angeln. Petri zusammen, bis zum nächsten Mal.